Herzlich willkommen, lieber Robby, zu unserem dritten Interview, wobei es um die Prüfungen und Lizenzen geht im Funkbereich. Schön, dass du dich wieder dazu bereit erklärt hast, uns Frage und Antwort zu stehen. Herzlich willkommen. Ja, hallo, liebe Anni. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ich hoffe, ich habe ein paar Informationen, die euch auch entsprechend interessieren. Ja, wir hatten letztes Mal schon so schön über die Gebühren und welche Prüfungen es gibt gesprochen und wo man die zu beantragen hat. Zu den Fragen, kannst du uns da auch Hilfestellungen geben? Ich habe mir das Ganze jetzt angeguckt, welche Fragen es dort gibt. Es ist für die A-Lizenz das, was du mir zur Verfügung gestellt hast. Und da geht es jetzt um den Bereich technische Fragen. Ich möchte noch ganz kurz eigentlich zwei Schritte zurückgeben gehen und die Frage stellen, man sollte sich überlegen, welche Lizenz man machen will. Viele sagen jetzt, gehört jetzt zwar nicht unmittelbar als Antwort zu deiner Frage, aber ich denke, das ist ganz wichtig. Viele sagen sich, oh ja, toll, diese kleine Lizenz, die ist leichter, das reicht mir. Aber letztendlich, also meine Empfehlung wäre, nicht auf die neue zu warten, denn die ist schon ein bisschen sehr mickrig, und die E-Lizenz zu machen. Also die A, man kann sie immer nachmachen, aber meine Empfehlung wäre die E-Lizenz, also diese Einsteigerlizenz. Da ist ja, und da komme ich jetzt auch bei den Fragen mit dazu, da ist ja auch ein Unterschied. Und dazu muss ich jetzt zur Prüfung nochmal zurückkommen. Es gibt eine Prüfung technische Kenntnisse A. Es gibt eine Prüfung technische Kenntnisse E. Es gibt eine Prüfung betriebliche Kenntnisse, die ist für A und E gleich. Und die wird auch für die N-Lizenz gleich sein. Also das ist die Basis, ist für alle. Es gibt auch noch Kenntnisse von Vorschriften für die Klasse A und E. Auch da ist es so, dass die für A, E und N die gleiche sein wird. Also die Basis muss man immer, Kenntnisse von betrieblichen Kenntnisse und Vorschriften, die muss man immer lernen, die brauche ich für alle Lizenzen. Die technischen Kenntnisse sind bei der A-Lizenz, ja, erhöhtes Anforderungsniveau auf jeden Fall. Bei der E sind die Fragen wesentlich einfacher oder die Auswahl der Fragen ist einfacher. Die Fragen sind ja eigentlich die gleichen, nur die Auswahl der Fragen ist ja vom Schwierigkeitsgrad her einfach leichter. Und deswegen die E-Lizenz. Also wenn man sich da zur Prüfung hingeht, muss man drei Prüfungen machen. 60 Minuten Vorschriften, 60 Minuten Kenntnisse, 60 Minuten betriebliche Kenntnisse und 60 Minuten bzw. 90 Minuten für die A, für die technischen Kenntnisse. Überall gibt es jeweils 34 Fragen, außer bei der A gibt es eine 50, jeweils 102 Punkte pro dieser Prüfung und ja, mit 75 von diesen 102 hat man die Prüfung bestanden. Ja, also im Grunde genommen sind die betrieblichen Kenntnisse erforderlich für alle Prüfungen. Und die habe ich hier auch gerade vor mir liegen. Und es ist ja alles Moment. Multiple Choice. Oh, das ist auch ein Zungenbrecher. Da gibt es auch noch nichts Deutsches Bring keinen für. Knoten in die Zunge, ja. Oh, schlecht. Ja, gut. Ich wollte eigentlich fragen, ob wir die Fragen mal durchgehen wollten. Also die erste ist ja eigentlich keine Frage. Ja, und habe hier die erste jetzt vor mir mit Multiple Choice. So, jetzt haben wir es. Die Frage ist, wie soll im Telefoniefunkverkehr verhindert werden, dass ähnlich lautende Rufzeichen verwechselt oder missverstanden werden können? Dies wird verhindert durch A, die Verwendung Was kannst du mir sagen, wie die Prüfungsfrage, welche Nummer die hat? BA 101.
Ja, BA101, die habe ich da. Es gibt jetzt vier Antworten. Es sind immer vier Antworten, also jedes ein Multiple Choice, immer nur mit vier Antworten und eine ist nur richtig. Wenn du diesen Fragenkatalog hast, dann in dem Fragenkatalog, den kann man sich ja schicken lassen, per Papier von der Bundesnetzagentur. Und bei dem ist immer die Antwort A richtig. Immer. Jede Frage ist Antwort A richtig. Wir sagen, oh, das ist ja super. Dann ist das ja ganz einfach. Nee, bei der Prüfung schmeißen Sie dann die Antworten durcheinander. Ja, gut. Aber trotzdem erspart man sich ja eine Menge Arbeit, ne? Wenn man Ja. A immer nur auswendig lernt, kann man ja so viel Ja. nicht verkehrt machen. Ja, du musst vorsichtig sein, weil es ist ja, was da jetzt bei A steht, da wird es nachher auch ein A geben, aber da steht was anderes. Da steht dann das, was jetzt bei D steht, meinetwegen, oder was weiß ich. Ja, so meinte ich das nicht. Ich meinte, das hat man dann ja im Kopf, was regulär richtig wäre. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Ja, wenn das richtig ist. Wenn wir uns jetzt gerade die Frage anschauen, die BA101 da. Wie soll verhindert werden, dass da Irrtümer entstehen beim Rufzeichen? Ja, Verwendung der internationalen Buchstabiertafel. Also Alpha Bravo Charlie, Delta Echo, also E, Foxtrot, EFG, Golf Hotel und so weiter. Also dieses NATO-Buchstabieralphabet. Die Überprüfung des Rufzeichens in einer Liste ist ein Unsinn. Beachtung der Vorschriften zur AFU-Verordnung ist auch ein Unsinn. Und mehrmalige Wiederholungen, das ist auch ein Unsinn. Also bei der Frage, da kann man im Ausschlussverfahren sagen, es kann nur das A richtig, also nur diese Antwort richtig sein. Und so ist es, also meistens ist fast bei jeder Antwort sind zwei Fragen, ja, die kann man einfach von vornherein ausschließen. Und man muss eigentlich sich das ganz einfach merken dann. Insgesamt, also alle diese Fragenkataloge da, die technischen Kenntnisse das ist ja der Katalog, der ist ja für betriebliche Kenntnisse und Vorschriften, da ist beides drin. In diesem einen gibt es 68 Fragen, weil es ja zwei Prüfungen sind. Ja, man muss sich das anschauen und ja, gerade betriebliche Kenntnisse und Vorschriften. Es ist leider so, man muss sich hinsetzen und auswendig lernen. Wie gesagt, schon über das Ausschlussverfahren sagen, das kann es überhaupt nicht sein. Das ist ein blanker Unsinn. Gibt es kein deutsches Alphabet? Nein, das ist Alpha Bravo Charlie. Das ist das internationale Buchstabieralphabet. Weil in Deutschland haben sie das ja wieder umgestellt. Das sind ja in Deutschland buchstabiert man ja nicht mehr Anton, Bertha, noch was, sondern Augsburg, Bremen, also lauter Städtenamen. Das ist das Neueste in Deutschland, wenn man buchstabiert. Ich weiß wohl, im Polizeifunk benutzt man Flüsse. Das weiß ich Ja. wohl. Aber im Amateurfunk wird dieses internationale Buchstabieralphabet verwendet und das kennt jeder Funkamateur auf der ganzen Welt. Und darüber kannst dich auch, wenn du deinen Namen buchstabierst, Romeo, Oscar, Bravo, Bravo, India, das war der Robbie, Alpha, November, India, Echo, das ist die Annie. Ja. Und also die muss man halt, aber das geht ziemlich schnell. Also man fängt dann an, alles, was man liest, mit diesem Buchstabieralphabet zu buchstabieren. Das ist toll, das macht Spaß dann. Und im Rucki-Zucki geht das in einfach über ins wird automatisiert. Wie nennt man denn Zahlen? Zahlen sind Zahlen. Also dann Ja. Engl auf Englisch oder auch? Englisch, ja. Ach ja, Also klar, da. Zero, klar,
Sicher. Zero, genau. Das Rufzeichen dieses Delta Lima One X-Ray Charlie Alpha, das ich da vorher verwendet, ist übrigens ein fiktives Rufzeichen, das gibt es nicht. Ne? Habe ich irgendwas zusammengebastelt. Aber das ist Englisch, ja. Oder ich buchstabiere auch im Deutschen, also wenn ich einen deutschen Sekuruf mache, buchstabiere ich trotzdem Englisch. Weißt du, es ist so, es gibt ja eine öffentliche Rufzeichen, es gibt eine Rufzeichenliste aller vergebenen Rufzeichen in Deutschland. Gibt es als PDF, kann man runterladen. Und wenn jetzt einer keine Lizenz hat, der schaut halt in der Liste nach und sucht sich ein schönes aus. Und wenn jetzt einer da reinschaut und findet mein Rufzeichen ganz gut und verwendet es, kommt wahrscheinlich so schnell überhaupt keiner drauf. Obwohl er keine Lizenz hat, hat er dann ein Rufzeichen, weil er es irgendwo gehört hat. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Es passiert nicht oft, aber es passiert immer wieder. Und ja, muss man dazu sagen, für die A-Lizenz gibt es ja ganz viele Delta Lima, Delta Alpha, Delta Bravo. Also es geht immer mit D an für Deutschland. Delta Kilo, Delta Hotel und so weiter. Die E-Lizenzen kriegen alle ein DO, Delta Oscar Rufzeichen. Und die neuen N-Lizenzen werden Delta November kriegen. Also die haben alle DN. Von daher kann man dann jetzt erkennen, also DO ist E-Lizenz und DN ist N-Lizenz. Und kann das unterscheiden. Alles andere ist A-Lizenz. War früher auch mal anders, aber was früher war, ist Schnee von gestern. Ja, sehr interessant. Aber daran kann man es dann auch erkennen. Das ist nicht schlecht. Also dieser Moltrecht, und das ist für Klasse E, siehst da ganz unten, also da für Klasse E, das gleiche Buch gibt es auch für Klasse A. Es wird nur ein bisschen dicker. Diese Bücher sind nicht billig, aber sehr zu empfehlen. Da geht es aber nur um Technik. Also das betriebliche Kenntnisse und Vorschriften, die muss man einfach lernen. Und Technik kann man auch lernen. Ich kenne Leute, die haben diesen Fragenkatalog auswendig gelernt. Du liest die ersten drei Worte und dann sagen sie, das ist richtig. Also, die haben es auswendig gelernt, ist eigentlich gar nicht so gut, weil man es eigentlich schon verstanden haben sollte. Und dieser Moltrecht macht es eben. Das sind alle Fragen drin oder fast alle Fragen aus der Technik. Hier Technik E. Und er erklärt auch, warum das so richtig ist. Wie man dahin kommt, wie man, und dann, wenn man das einmal kapiert hat, dann geht es ganz automatisch. Da muss nichts mehr auswendig lernen und sagen, es kann nur das richtig sein, weil es einfach so ist. Also das ist das Buch für die Grundlagen zum technischen Sachverstand, gut erklärt, ja? Ja, Das ist, wie gesagt, für Klasse E. Und das Gleiche gibt es auch, das habe ich mir nicht mehr gekauft. Ich brauche es eigentlich nicht. Ich wollte mir es eigentlich bloß anschauen nochmal für meine eventuellen potenziellen Prüflinge, die jetzt noch mit mir zusammen CB-Funk machen. Hast du da eine eigene Gruppe oder wo bietest du das an? Ja. Also das ist, wie gesagt, wir haben uns zusammengefunden, einfach so lose, lokal eine Gruppe, machen CB-Funk, haben das angefangen, beraten uns über Geräte, über Antennen. Der eine weiß das, der andere weiß das. Und ich bohre dann schon immer ein bisschen nach und sage, schau, dann dürftest du jetzt aufs Relais gehen und dann könnten wir uns noch besser verständigen. Aber du brauchst natürlich eine Lizenz und die könntest doch mal machen. Und also inzwischen sind also in der Gruppe sind, ich glaube, 23 Leute. Das ist aber Telegram, so eine kleine Telegram-Gruppe. Von denen sind 10, 11 in der CB-Gruppe. Das ist aber keine eigene Gruppe, sondern die machen eben CB.
Und von diesen 10, 11 sind wieder ja, 3, 4, die jetzt ernsthaft darüber nachdenken, eine Lizenz zu machen. Tja, Und das ist doch fantastisch. ja, und ich helfe denen natürlich gern. Und deswegen habe ich eigentlich auch dieses Buch gekauft, um denen das auch die Fragenkataloge mir mal schicken lassen, weil ich brauche es ja wirklich nicht mehr. Ich habe das vor 37 Jahren einmal gemacht, da sahen sie noch anders aus. Viel kleinere Büchle, aber im Prinzip, damals im Prinzip genau die gleichen Fragen. Also da hat sich nicht viel verändert. Es gibt ja auch nichts in der Technik. Es ist Physik, Elektrotechnik, was da drin ist, hat sich nichts geändert. Es ist immer noch so wie vor 20, 30, 50 Jahren. Ja, so ist es wohl. Also in diesen Büchern findet man Antworten. Du bist als Ansprechpartner da, auch in unseren Gruppen der Ente 01, um in einigen Gruppen um Fragen zu beantworten. Wo kann ich denn dann noch Hilfe und Unterstützung erhalten? Zum Beispiel beim Deutschen Amateurradioclub, also DARC, das ist dieser Funkamateurverband. Es gibt noch einen anderen, aber das ist der große in Deutschland. Die bieten wirklich Online-Kurse an. Da ist auch der Moltrecht, glaube ich, immer noch zugange. Die bieten wirklich Online-Kurse an. Weiß nicht, ob die kostenlos sind. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, das weiß ich nicht genau. Ich glaube ja, in der Hoffnung, dass man dann eben Mitglied wird in diesem Verband. Das sind, glaube ich, 96 Euro im Jahr, was der Mitgliedsbeitrag kostet. Gibt es dafür aber auch noch eine Zeitschrift jeden Monat. Ja, das ist ja ein tolles Angebot. Vor allem sollte man Und das so oder so fördern. wie gesagt, beim DARC, okay, da kann man es machen. Was ich ganz, ganz wichtig finde, was ich eine ganz gute Idee finde, wenn sich zwei oder drei oder mehr regelmäßig zusammensetzen. Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort, was du da gerade nennst. Und zwar bieten wir in unseren Telegram-Gruppen genau dafür das Feld, dass die Menschen sich dort kennenlernen, dass sie sich dort verabreden, auch in Gruppen oder in Untergruppen, die sich dann bilden, damit das Funknetz weiter ausgebaut wird und eben halt, damit die Menschen aneinander und miteinander lernen können und sich über Funk austauschen. Das ist natürlich das Wichtigste. Ja, also das ist, habe ich da auch bei mir stehen, Unterstützung in Telegram-Gruppen, ne? Zum Beispiel Landsitzliebe. Mit den ganzen PLZ-Gruppen und so weiter. Dankeschön, das ist ja lieb. Was eine Möglichkeit ist, was sicher auch hilft, es gibt, die habe ich da ja geschickt, diese Übungsprogramme, um auf die Prüfung zu lernen. Das nennt sich AFUB, also Amateurfunkprüfung, Ham Radio Trainer oder die Krücken oder Lichtblick oder Lichtblitz. Die habe ich da geschickt. Die sind teilweise nur PDFs, aber gerade der Ham Radio Trainer, da kannst du dir, der stellt dir immer wieder ohne unermüdlich neue Prüfungen zusammen. Du kannst sagen, jetzt mache ich mal die Prüfung in Technik E und dann stellt er dir eine Prüfung mit 34 Fragen zusammen. Und aus dem Fragenkatalog sind alles nur Fragen aus dem Fragenkatalog. Also da gibt es nichts anderes. Und die beantwortest du und dann sagt er dir am Ende, du hast 76 Punkte erreicht. Congrats, du hast gewonnen. Du hast eine Lizenz. Das ist ja jetzt eine Herausforderung für jeden, sein Wissen da mal zu testen. Vielen Dank. Ich mache das ganz ehrlich, ich mache das auch immer wieder. Ich setze mich einfach hin, rufe den Ham Radio Trainer auf und sage jetzt, gib mir mal die Technik A, haben wir mal da so eine Prüfung. Und dann muss ich dann schon auch bei einigen fragen, wie war jetzt das damals noch und so weiter. Aber letztendlich würde ich die Lizenz immer wieder bekommen. Ja, davon bin ich überzeugt. Klasse.
Das ist Freeware, kostet nichts und das ist erlaubt, ja, darf man einstellen und urheberrechtsfrei, also kein Problem. Ja, prima, prima. Aber die Bücher als Grundlage rätst du trotzdem. Um diese Bücher um zu verstehen, würde ich sagen, ja, würde ich schon. Und also ich bin derjenige, der, weil diese Fragenkataloge da, diese betrieblichen Kenntnisse, Vorschriften und Technik A und E, die kannst du dir bei der Bundesnetzagentur als PDF herunterladen. Also du musst die nicht kaufen, du musst aus Leipzig kommen die dann, da ist sogar ein Bestellformular, gibt es da bei der Bundesnetzagentur, wenn man sie in Papierform haben will. Ich bin wirklich der Typ, ich lerne mir leichter mit so einem Stück Papier. Das geht mir auch so. Andererseits dann aber die Prüfung, das ist eigentlich das Gleiche, du kriegst dann deinen Fragenkatalog. Du kriegst da ja bei der Prüfung ein Stück Papier und da stehen die Fragen drauf und dann musst du ankreuzen. Also so ist es. Aber zum Lernen oder zum Nachschauen immer wieder ist ein Stück Papier und da ist eben auch der Moltrecht und das Buch, würde ich sagen, sehr, sehr zu empfehlen. Empfehlenswert. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Als letztes noch, aber dann bin ich wirklich fertig. Prüfung bestanden. Also alles hinter dich gebracht. Dann kann man sagen, wirklich, war fleißig. Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch und jetzt geht's los. Gerät beschaffen oder Geräte beschaffen. Aber da bitte lasst euch da unbedingt beraten. Also kauft nicht irgendeinen, weil irgendeiner sagt, das ist ein super Gerät, das ist ein super Gerät. Kauft nicht irgendwas Sinnteures, was ihr überhaupt nicht braucht, bloß weil irgendeiner das sagt. Also es gibt einige Versender, Namen will ich jetzt keinen nennen, aber die sind Leute, die sind mit Leib und Seele Funkamateure, haben aber halt natürlich so einen Funkgeräteshop und die beraten auch so, dass man sagen kann, das hat Hand und Fuß und du kriegst auch das, was du auch wirklich haben möchtest. Man muss feststellen, wo sitze ich denn? Da habe ich ein bisschen eine Loserkarte, weil ich so ein Hinterlegergrundstück habe und irgendwo in einem Tal sitze und deswegen einen ewig langen Antennenmast aufstellen muss, um dann rauszukommen. Das sind Sachen, aber das ist Beratung. Das ist, und da zusammen mit anderen, da dann zum lokalen, geht dahin zum lokalen Ortsverband. Ich habe jetzt noch keinen gekannt, der sagt, was, ja, du hast ja dann eine Lizenz, du hast eine Lizenz. Nee, ich erzähle dir nur was, wenn du jetzt Mitglied wirst. Und dann würde ich sagen, danke fürs Gespräch. Wenn, dann brauche ich euch nicht. Werden sie aber, denke ich, nicht machen. Und die meisten Funkamateure sind überaus freundlich, nett und hilfsbereit und freuen sich, wenn ein Neuer dabei ist und dem sie dann vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen können. Ja, das Was merken wir auch in unseren Funkergruppen, vor allem die Admins sind da sehr fleißig, so wie du. Vielen Dank dafür. Und dann geht's los, die ersten QSO, und dann gibt es CQ, 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 Delta Lima, Delta Lima One, X-Ray, Charlie, Alpha, Calling and Listening. Und dann kommt irgendwann der Japaner oder der Brasilianer oder der Koreaner oder was weiß ich. Oder mein Und komischer Nachbar. Oh, bitte nicht. ja, und ab sofort gehörst du dann zur großen weltweiten Gemeinschaft und Familie der Funkamateure. Und dazu würde ich dann sagen, wenn es soweit ist, herzlichen Glückwunsch, das hast alles richtig gemacht. Das wäre es jetzt soweit, was ich dazu ja, mir aufgeschrieben, ausgedacht habe und so weiter. Das hast du fantastisch gemacht, was du da alles zusammengefügt hast, was du uns an Wissen zur Verfügung gestellt hast und vermittelt hast. Ja, lieber Robby, und ich möchte mich mit dem Neugelernten von dir verabschieden, nämlich mit Echo November, Tango, Echo.
01, 73 und 55. 55 und ich sage, für die YL gibt es dann immer noch die 88. 88 ist das Küsschen. Das gebe ich dir dann hiermit zurück. Gerne, Vielen lieben Dank. gerne, liebe Annie.